Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Moin Moin aus Little Lamplight, wo das Lied Ich hasse Kinder von Till Lindemann eigentlich der beste Soundtrack zu wäre. Und wir reden gleich mal weiter mit den kleinen Drecksplagen hier. Du sagtest, du bist verantwortlich für die Stimmung. Was meinst du damit? Nun, eigentlich patrouilliere ich und sorge für Ruhe. Ich sorge dafür, dass die Leute zufrieden sind und nicht in Schwierigkeiten geraten. Ist der Frieden einmal flöten gegangen, ist's vorbei mit der Ruhe. Also, kabumm, Witze. Wollen Sie einen hören? Eine Witze-Diktatur, was ist los? Ja klar, lass mal hören. Der wird sie umhauen. Klopf, klopf. Wer ist da? Hadu. Hadu bessere Witze auf Lager? Hey, der war gut. Ich wollte gerade sagen, Hadu was zu essen? Das war ja zum Totlachen. Das war echt witzig, Lüge. Hey, danke. Ich muss zugeben, dass die meisten nicht wirklich witzig sind. Wenigstens nicht zum Totlachen witzig. Die hast du sicherlich von... Die sind eher eine Tradition. Die meisten stammen aus einem Buch, das wir vor langer Zeit gefunden haben. Walt Boys großes Buch der Kinderwitze. Sie sind nicht wirklich lustig, aber manchmal trösten sie einen eben ein bisschen. Ich habe schon gedacht, ihr habt die alle von den Mr. Handys gelernt. Warum lässt du dir nicht einfach ein paar neue Witze oder Geschichten einfallen? Das ist das Bescheuerste, was ich jemals gehört habe. Oh, hier passieren jede Menge lustiger Sachen. Zum Beispiel, als Sammy den Raider erschossen hat. Der dachte, er wäre ein Mädchen und so Zeug. Aber wir kriegen nicht wirklich viele neue Geschichten zu hören. Die Sammlertrupps bleiben die meiste Zeit undercover und hören so auch nichts Neues. Ich würde wirklich gern neue Geschichten über die große, weite Welt da draußen hören. Falls Sie also was hören, dann erzählen Sie es mir, ja? Ich habe viele lustige Sachen zu erzählen. Zum Beispiel die Köpfe auseinanderfliegen von Raidern. Das würde dir gefallen. Ich kann dir ja mal eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte? Die will ich hören. Vor kurzem hat mich mein Vater verlassen. Jetzt suche ich in der Wüste nach ihm. Ich tauschte mein tristes Leben gegen Ruhm und Abenteuer im Ödland ein. Vor langer Zeit wurden meine Leute begraben. Nun bringe ich in der Wüste Schrecken. Ja, du wirst Geduld haben müssen. Erstmal genug der Geschichten. Ich nehme mal das erste. Sie sind also wie ein dreibeiniger Hund, ja? Hä? Sie suchen nach ihrer verlorenen Pfote, was? Und was ist als nächstes passiert? Als ich Papa gefunden hatte, starb er, um mich und sein Lebenswerk zu schützen. Ich habe in meinen Abenteuern die Hilfe der Stellern Bruderschaft angenommen. Das Ödland ist übersät mit Opfern meiner Rache und meines Zeitvertreibs. Ich nehme mal das. Wow, schön traurig. Das ist echt verdammt schlechtes Timing. Ich meine, es tut mir echt leid, von Ihrem Verlust zu hören. Und was kommt als nächstes? Ich würde ja weiter erzählen, aber ich arbeite noch am Ende der Geschichte. Ja, das verstehe ich. Sich eine gute Geschichte auszudenken, braucht eine ganze Weile, nicht wahr? Nö, nicht wirklich. Warum heißt du Knock Knock? Tja, als die Leute Niki bei seinem neuen Namen nannten, brauchte ich auch einen. So einfach ist das. Bei Zwillingen hört sich Nicknack und Sue einfach doof an. Ich frage mich immer noch, wie die Kinder zustande kommen. Also, wenn sie erwachsen sind, müssen sie nach Big Town. Also, wer macht... Weil Kinder wachsen ja nicht auf Bäumen, ne? Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Wohin soll's gehen? Wo finde ich einen Doktor? An dem Eingang ist doch dieses Bürogebäude. Wenn Lucy Dienst hat, ist sie es, die uns wieder zusammenflickt. Solange das mit L ist, ist alles gut. Habt ihr einen Händler im Ort? Da ist ein Souvenirshop nördlich des Eingangs. Nicknack verkauft dort alles, was wir hier nicht brauchen können. Schauen Sie dort mal vorbei. Neue Händler, geil. Wo bekomme ich was zu essen? Hier, willkommen in unseren Pilzbecken. Mahlzeit. Ich suche Vault 87. Weißt du, wie ich dorthin komme? Da kommt man nur durch den Mörderpass hin. Und der wird von Wachen bewacht, um die kleinen Kinder fernzuhalten. Aber wenn Sie nachschauen möchten, sie befindet sich nördlich des Souvenirshops. Sie war's. Okay, alles klar. Okay, das reicht. Okay. Okay, tschüss. Die war ja jetzt mal nicht ganz so beknackt wie die anderen. McCready, moin. Okay, gehen Sie rein, aber ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Sie machen keine Dummheiten hier, verstanden? Ich dulde keine verdammten Idioten, die hier Unruhe stiften.
Und ich mag keine Voice-Actor, die ihren Text abgelesen haben. Ich will keinen Ärger anzetteln. Na toll, welcher Empfang für einen heimkehrenden Helden. Ja! Heul doch, Riesenbaby! Sie sind immer noch ein Mungo. Und ich habe Mungos noch nie gemocht. Wollen Sie eine Party oder was? Ich hasse Kaufen Sie sich unter Kinder. Den Mungos ein paar Freunde. Die können Ihnen dann sagen, wie toll Sie sind. Gute Idee? Wie sorgst du hier für Recht und Ordnung? Wie wir uns hier organisieren? Haben Sie sich schon mal umgesehen? Die reine Anarchie! Und ich will's verdammt nochmal genau so haben. Wir können nicht alle für immer hier bleiben. Also müssen wir irgendwann gehen. Und es gibt nicht viel da draußen, auf das man sich freuen könnte. Wir haben einfach unseren Spaß, solange wir hier sind. Und hier und da sorgt ein unbarmherziger kleiner Bastard wie ich für Ordnung. Wie bist du hier zum Chef geworden? Sie sagten, jeder muss irgendwann weg. Das ist alles, was ich wissen will. Ja. Ist gar nicht so kompliziert. Jedes Kind kann Bürgermeister werden. Die meisten wollen nur nicht die Verantwortung einer Führungsrolle übernehmen. Das kenne ich, Meistens Bruder. Meistens bleiben sie im Amt, bis sie keine Lust mehr haben oder einen Arschtritt vom neuen Bürgermeister bekommen. Einmal dauerte das nur 5 Minuten. Ich mache das jetzt schon seit 3 Jahren. Das macht mich für die meisten Kinder zum Bürgermeister auf verdammte Lebenszeit. Da habe ich nichts dagegen. In deinem Alter sollte man noch nicht fluchen, verdammte Scheiße, noch eins. So. Sie sagten, jeder muss irgendwann weg. Die Leute werden anders, wenn sie erwachsen werden. Hier unten wollen wir keine Mungos. Deswegen gehen wir alle nach Big Town, bevor wir zu alt sind. Das sagt zumindest Joseph. Der wahre Grund ist, dass wir einfach nicht genug Platz und Essen haben, damit alle ihr ganzes Leben lang bleiben können. Deswegen muss ich manche ins Exil schicken, damit die Stadt überleben kann. Echt scheißharte Entscheidung. Aber sonst gehen wir hier drauf. Du, ich muss dir unbedingt deinen Mund mit Kernseife auswaschen. Ist das in Ordnung? Das ist alles, was ich wissen muss, du kleine Ratte. So. Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Sehe ich wie ein Reiseführer aus, oder was? Ja. Wir sehen uns, McCready. Ja, klar, was auch immer. Alter. Ich hasse Kinder. So. Na, Sharon, was sagst du dazu? Ja, was gibt's? Du findest das hier nicht schrecklich? Okay. Du bist gefeuert. Nee, natürlich nicht. So, dann, das ist Knock-Knock, also Klopf-Klopf. Ja. Mungoland. Also, erklärt mir das. Wie ist das logisch möglich, dass hier Kinder sind und es keine Erwachsenen gibt? Weshalb denn? Ach, guck mal, ich kann hier einfach klauen. Geilo. Zack. Alles meins. Das ist jetzt hier Mungoland. Little Lamplight Bürogebäude. Hallo, Vorsicht. Bumbel. Wow, ich habe noch nie einen Mungo so aus der Nähe gesehen. Sind Sie Raider oder Sklavenhändler? Das oder wirst du Mutant? Gleich wissen, ich verkaufe dich weil, gleich. Wenn Sie das sind, muss ich mich verstecken, weil ich bin zu jung und darf noch keine Waffe verwenden. Ich bin nicht so einer, ich bin Vault-Bewohner, zumindest war ich's in deinem Alter. Ich bin ein schreckliches Monster und werde dich auffressen. Ich bin Sklavenhändler, solche Leute wie dich kann ich gebrauchen. Ich nehme mal das. Sie sehen nicht wie ein Monster aus. Eclair sagt, Monster sind grün oder haben laute Arme. Und sie haben nur 2. Und die sind wie meine. Oh. Sie sehen nur wie ein Mungo aus. Und Knock Knock sagt, die fressen keine Menschen. Es sei denn, sie haben sich verirrt und können nicht anders. Süß. Bumble, möchtest du nicht mit nach draußen? Da will dich jemand kennenlernen. Warum nennt man dich Bumble? Es ist nur ein Name, okay? Ist nicht meine Schuld, dass ich ständig Sachen umwerfe. Lucy sagt, ich muss noch erwachsen werden. Nein. Also das ist das Mädel, das so naiv ist, dass wir sie nach draußen... Einige von euch haben gesagt, ich soll böse sein. Ist ja was? Ich überlasse die Entscheidung euch. Wenn ich sie verkaufen soll, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich das nicht machen soll, dann... Also ich würde scheiße finden... Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Ich weiß nicht. Ich verirre mich manchmal immer noch. Es ist irgendwie alles so groß. Tschüss, Mungo. Nein, ich bring's nicht übers Herz. Also ich würde zwar... Oh, also öffnen darf man hier nichts. Diese Kaffeetasse darf ich nehmen. Okay. Wir nehmen alles, was wir dürfen. Und das, was wir nicht dürfen, rat mal, lass ich stehen. So, das darf ich. Den Teddybär. Ich klaue den Kindern ihr Spielzeug. Das ist geil. Guck mal. Da sind Sachen zum Anhören. Da muss ich dann wieder den Sound leiser machen und so. Das ist wirklich eine Menge Holz hier.
Tagebuch von Carrie Delaney, Eintrag 2, Tagebuch von Carrie Delaney, Eintrag 1. Das hören wir uns gleich an, alles. So, also die Dinger möchte ich jetzt nicht öffnen. Wir könnten hier schlafen. Nee, also... Wenn ich die Sachen öffne... Ruhe. Ich muss vorsichtig sein, damit ich hier nichts klaue, was verboten ist. Sondern nur das klaue, was ich darf. Ja, ein bisschen schwer zu treffen. Ja, meine Billigmaus für, ich weiß jetzt nicht mehr, ganze 14 Euro knapp, ist sehr gut am Start. Bin inzwischen zufrieden, habe mich auch an die Schwergängigkeit auf dem Mauspad ein bisschen gewöhnt. Das ist auch der einzige Minuspunkt an dem ganzen Teil. Ansonsten einfach traumhaftes Gerät. Lucy, moin. Wer sind Sie? Was machen Sie hier unten? Ich wollte nur mal über ein kleines Kind drüber trampeln, das gerade am Schlafen ist. Ich bin Gast in der Stadt. Bürgermeister McCrady hat mich hineingelassen. Ich habe diese gefangenen Kinder befreit. Ich bin ein großer Held. Ich nehme mal das. Sie haben Penny, Sammy und Squirrel gerettet? Jetzt verstehe ich, wieso RJ sie reingelassen hat. Danke von uns allen. Na, endlich mal bei einem Nettes. Ich bin Lucy und sowas wie die Mama hier. Ich verbringe viel Zeit damit, Tränen zu trocknen und heile, heile Gänschen zu machen. Falls Sie sich mal das Knie aufschürfen oder den Zeh verstauchen, kommen Sie zu mir. Gleiches gilt für Schüsse ins Gesicht und schwere Verbrennungen. Tough. Also du bist hier die Mama, okay? Nicht die Mama. Du hast also all diese Kinder zur Welt gekriegt. Nö, ich will nicht von der... Wie kann man hier gesund bleiben? Es gibt immer eine ältere Schwester oder so, die sich mit Verbänden und Nähnadeln auskennt. Also kümmern wir uns um die kleineren Kratzer selbst. Und vor langer Zeit fand mal jemand raus, dass einige der Pflanzen und Pilze die Strahlung absorbieren. Den ganz Kleinen schmeckt das Gemüse nicht, aber krank werden wollen sie auch nicht. Wir kommen schon zurecht. Spinat ist geil. Sie sind also der einzige Doktor an diesem Ort? Naja, die Grundlagen kennen wir alle. Erste Hilfe in Kampfsituationen und so. Aber ich habe die meiste Erfahrung mit den harten Brocken. Bumble hat am meisten über das Schneiden und Nähen gelernt. Die Leute verspotten sie zwar, aber sie hat eine ruhige Hand. Sie hat gerade gesagt, sie schmeißt mal Sachen. Natürlich muss sie jetzt noch lernen, was man abschneiden soll und was nicht. Wundervoll. Klingt nach einem ziemlich nützlichen Pilz. Er ist ziemlich nützlich, vor allem zur Behandlung der geringen Strahlungsdosis, die wir alle aus dem Wasser bekommen. Der Pilz saugt sie einfach auf. Leider hilft er nichts gegen die Knochenerweichung, die viele kleine Kinder betrifft. Aber aus einem Buffout-Extrakt kann ich eine Medizin herstellen. Wenn Sie also McCready überreden können, würde ich gerne Pilze gegen Buffout tauschen. Aber er muss damit einverstanden sein. Buffout, aha. Das ist alles, was ich zurzeit wissen will. Naja, zumindest so lang, bis Sie ein Heftpflaster brauchen. Also, kann ich eine Medizin sparen? Okay, aber das kostet was. Jeder eingenommene Kronkorken bedeutet mehr Arzneien für diese Bazillenmagneten. Scheint nur eine Schramme zu sein. Ich kann mich für 50 Kronkorken drum kümmern. Ach komm, spenden wir mal. Klar, geht in Ordnung. Das wird wehtun. Aber fangen Sie bloß nicht an zu heulen, ja? Ich bin ein Einhorn. So. So, dann schlaf mal. Ach so. So gut wie neu. Jetzt passen Sie da draußen aber auf sich auf, okay? Also einige von den Gören sind echt nett. So, Wolf 87. Da kommt man nur durch die... Ach so, aber das. Okay. Mörderpass. Okay. Müssen wir hinten am Souvenirladen vorbei. Bis später. Also ich weiß, dass das hier eine ziemlich weitläufige Angelegenheit ist. Ich klaue hier einfach mal auch alles weg. Gute Nacht, schlaf weiter. Und pass auf, dass nicht wieder Mungo über dich drüber trampelt. Haha. Ich bin so ein klopsiger Mungo. Mungo, Mungo, Mungo. Mungo, ich bin ein Mungo. Mungo, Bungo, Schmungo. Warte mal, ich habe doch da was zum Hören. Notizen. Ah, wir nehmen mal die hier. Ich bin dann mal stimmmäßig weg und vielleicht auch gesichtsmäßig. Und haue mal den Sound so hoch, dass es sich wieder so rauschend Scheuse anhört. Bis gleich. Mein Name ist Carrie Delaney. Ich bin Lehrerin in der 4. Klasse der Early Dawn Grundschule in Washington D.C. Gestern, am 23. Oktober 2077, hat die Schule einen Ausflug in die Lamplight-Höhlen unternommen.
Wir wollten gerade los, als das Schreckliche geschah. Die Höhlen erzitterten, die Lichter gingen aus und die Kinder begannen zu schreien. Mr. Pollack ging raus, um nachzusehen, was los war. Als er zurückkam, erzählte er uns, was er gesehen hatte. Wolken. Pilzförmige Wolken. Es ist endlich passiert. Das Ende der Welt. Es ist endlich passiert, das Ende der Welt. Als hätte man... Ja, so gut. Tagebuch von Carrie Delaney, Eintrag 2. Ab dafür. Uns geht es gut. Soweit man davon bei 82 verängstigten Kindern, die in einer Höhle eingeschlossen sind, sprechen kann. Aber was sollen wir machen? Es sind jetzt 4 Tage. Heute Morgen wollte sich Claudia draußen umsehen und kam nicht mehr zurück. Mr. Korb wollte sie suchen und blieb auch weg. Jetzt gibt es also nur noch mich, 2 andere Lehrer, 2 Eltern, die uns begleiten und ein paar Höhlenangestellte. Und all die armen Kinder. Wir haben genug Lebensmittel und Wasser, um eine Weile auszuhalten. Aber was kommt danach? Keine Ahnung. Wir können nicht ewig hier bleiben, oder? Irgendjemand hatte mir erzählt, dass es diese Lamplight-Höhlen wirklich gibt. Ich muss das nochmal nachschlagen irgendwie. Guck mal, jetzt haben wir das Tor einfach offen gelassen. Hallo. Hoho, Lampleiter. Mann, sind Sie groß. Ja, ja, ja. Ich bin ein riesengroßes Einhorn. So, irgendjemand anders hier. Souvenirs, da wollten wir hin. Wir wollen ja schließlich auch mal wieder ein bisschen ballern. Und wenn die schon sagen, dass es hier Mutanten gibt, ne? Also die Mutanten. Vorsichtig. Ruhe. Wir folgen mal den Schildern zu den Souvenirs. Wir können uns hier später umsehen. McCready, du alte Bazille. Jetzt hörst du dich auf einmal freundlich an. Was ist denn hier los hier? Oh, geilo. Guck mal. Also ich kann mich hier noch so halbwegs dran erinnern. Mörderpass ist geradeaus. Oh, guck mal hier. Gehen wir mal kurz auf die Kindertoiletten. Da ist überhaupt nichts anstößig dran. Uhr. Ah, geil. So, also steht eine Bruderschaft, hat hier gleich das ganze Klo mitgenommen. Das ist, Ach so. Ja, gib her. Wollen wir uns mal ein bisschen radeln lassen? So. Wie der Horst sich sagen würde. So. Ja, nö, also steht eine Bruderschaft, hat nur da drüben ein Klo mitgenommen. Wahrscheinlich bevor sie erwischt wurden. Das ist schön hier, finde ich. Das ist wunderschön hier. Der Mörderpass. Wir gehen mal kurz dahin, wo Mörderpass steht. Und holen schon mal eine Wumme raus. Das könnte vielleicht nötig sein. La 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 la. Was ist los? Ach, Klopf, Klopf. Was machst du denn hier? Beim Mörderpass. Spind leer. Spind leer. Hier gibt es ja gar nichts. So, mal Licht an. Wer ist denn da? Vorsicht! Ach, Princess, moin. Was machst du denn hier? Aha. Aha. So, Princess bewacht hier hinten den Zugang zum Mörderpass. Ich werde mal fragen, ob sie mich vielleicht hier durchlassen kann. Na, sieh mal, wer da ist. Alles klar, Mungo? Alles klar, Kröte. Ich muss unbedingt zu Vault. Da geht keiner von uns hin. Oh, was? Ja, ja. Ich baller dir gleich eine in den Schädel, wenn du weiter so frech bist. Kann ich da oben? Da ist so ein komisches Gewicht. Wenn man das vielleicht runterlässt, geht da die Tür auf. Mhm. 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 Aktivieren Flaschenzug. Sie können das jetzt nicht verwenden. Warum kann ich das jetzt nicht verwenden? Na gut, dann werden wir mal... Wir gehen hier doch noch mal ein bisschen durch. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Man musste hier... Warte mal, warte mal. Ja, vielleicht gibt uns ja die Aufgabengeschichte. Die Spur wird aufgenommen. In Vault 87 eindringen. Oh ja, das... warte mal.
Gib mir mal die Lokate Kale.